meine Lieben, für all diejenigen, die sich für die Astrologie interessieren, habe ich wichtige Hinweise. Denn wieder einmal wird der Merkur am 30. August rückläufig, zum dritten Mal in diesem Jahr. Und wieder ist Vorsicht geboten. Denn nichts läuft nach Plan. Der Wochenanfang wird nicht einfach und so manche Herausforderung werdet ihr euch stellen müssen. Jedoch gibt es auch eine positive Phase, weil sich Merkur mit der Venus vereint. Im Zeichen der Jungfrau werden sich private und geschäftliche Beziehungen positiv entwickeln. Im Anschluss aber wird der Merkur rückläufig und ist 3 Wochen im Rückwärtskurs. Keine Panik bitte. Denkt daran, dass in dieser Zeit keine Entscheidungen zu treffen sind, keine Verträge unterschrieben werden sollten. Dies könnte sich negativ auswirken und objektive Urteile können nicht erwartet werden. So sind auch Blockaden durch andere möglich, ohne dass man etwas dagegen tun kann. Aber wertvolle Chancen kann es geben durch den Neumond im Zeichen der Jungfrau, vor allem in der Gesundheit. Für Freundschaft und Liebe wird es im Wechsel von Venus ins Tierkreiszeichen der Waage leichter. Probleme wird man hinter sich lassen und ihr genießt gemeinsam die schönen Freuden des Lebens. So hat dieser rückläufige Merkur auch seine guten Seiten. Er ist nicht so aggressiv wie die 2 letzten. In diesem Jahr gibt es dann noch den 4. rückläufigen Merkur. Leider. Aber zum Glück ist es der letzte, was auch wirklich genug ist. Er zeigt noch einmal seine Wirkung vom 19. Dezember bis zum 8. Januar 2017. Ja, das ist mein Hinweis für die Woche vom 28. August bis zum 4. September, wo dann ab dem 30. August der Merkur rückläufig ist. In den nächsten Tagen gehe ich auf den rückläufigen Merkur gesondert ein. Sollten euch meine Informationen gefallen oder habt ihr noch Fragen, dann meldet euch über die Rubrik Kommentar. Lasst es mich wissen. Ich freue mich darauf. Bis bald. In Liebe, eure Diria.